Einfach mal für eine Stunde das Licht ausknipsen. Die sogenannte Earth Hour ist die wohl größte globale Klimaschutzkampagne. Am 25. März von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr sollen in möglichst vielen privaten und öffentlichen Gebäuden die Lichter ausgehen. Von New York über Paris und Hamburg bis nach Eggebig will man damit ein weltweites Signal für den Klimaschutz setzen. Das Schöne an der Aktion ist, dass jeder mal über das Thema nachdenkt. Also auch in meinem Freundeskreis Earth Hour, was bedeutet das, eine Stunde Licht ausmachen? Davon wird die Welt nicht besser, das stimmt. Aber allein sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und das Bewusstsein zu schärfen und mal zu reflektieren, was mache ich eigentlich und was bedeutet das eigentlich, wenn ich Strom spare oder das Licht ausmache und was hat das mit den globalen Themen zu tun? Und jeder kann ein Zeichen setzen. Kirchen, Tankstellen, Schulen, Stadtwerke und natürlich der Einzelne zu Hause. Also ich finde das super und man kann ja zusammen sein und mal gucken, wie es aussieht. So im Dunkeln, die ganze Stadt. Ich will mich schlafen legen. Bei so viel Arbeit kann man die Stunde Dunkelheit gebrauchen. Und man könnte sich ja immer noch Kerzen anmachen oder sowas oder einen Spieleabend machen mit Freunden. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man von der Welt abgeschotten ist dann. Im Amt Eggebig hat man genau das am Samstagabend vor. Einen gemütlichen Spieleabend. Ja, ganz witzig. Also wir werden mit unserem Projektleiter, der auch unser Chef ist, zum Beispiel Nilfett in der Achterbahn spielen. Und wir werden ein Klimaschutzquartett spielen. Also man kann sich das natürlich mit Spielen vertreiben. Man kann sich auch einfach ganz banal unterhalten, alle sozialen Medien ausschalten. Man kann selber Musik machen und oder einfach nett zusammensitzen oder man macht einen Spaziergang draußen und schafft es vielleicht, seinen Nachbarn zu motivieren und sieht ein dunkles Gebäude und macht ein Foto davon. Also ganz einfach.